Hallöchen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich hoffe, das geht jetzt so von der Kamera her. Ich glaube, ich bin ein bisschen abgeschnitten. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Ja, ich wollte mal eine andere Position ausprobieren auf meinem Bett, weil es hier gemütlich ist. Ja, heute mal ein anderes Thema außer Pferd. Und zwar habe ich von der Marke Duna Love Hair eine Perücke zugeschickt bekommen. Mega! Ich habe mich echt extrem darüber gefreut. Nur zur kurzen Info, ich werde für dieses Video hier nicht bezahlt. Ich sage einfach nur meine persönliche Meinung zu dem Produkt, weil ich das gerne möchte. Und zeige euch die Perücke und ja, ich will jetzt auch gar nicht lange drum herum quatschen. Außer noch eine Sache, ich wollte euch nämlich fragen, ob es für euch in Ordnung ist, wenn ich ja, zwischendurch auch mal, also natürlich bleibt es hauptsächlich ein Pferdekanal, aber wenn ich so zwischendurch auch mal so ein paar Beauty-Videos mache, so zum Beispiel wie ich mich schminke, Alltagslook oder auch generell, wenn ich mir Anziehsachen kaufe, weiß ich nicht, oder jetzt so halt auch mit mal einer Perücke oder wenn ich meine Haare färbe zum Beispiel, ob euch das auch interessieren würde und ob das in Ordnung ist, wenn ich das auf diesem Kanal hochlade oder ob ich mir dafür einen zweiten Kanal machen soll, schreibt das mal gerne unten in die Kommentare rein, da würde ich mich mega freuen. Und würde euch nicht, wenn ich die ganze Zeit so gucke. Ich gucke nämlich da in diesen Spiegel rein, damit ich mich auch so sehen kann, ne? Damit ich weiß, ob ich abgeschnitten bin oder nicht. Und ja, so, genug gequatscht. Wir machen das jetzt hier mal auf. Ja, hier kommt schon mal ein Zettel. Und dann reiße ich das hier jetzt mal auf. Oh mein Gott. Heftig verpackt. Voll süß. Guck mal, das kommt in so einer süßen Schachtel. Und hinten ist ein Herz. Mega süß. So, ich mache das jetzt mal so auf. Okay, man sieht noch nicht besonders viel. Also, zuallererst nehme ich mal das hier. Hier haben wir so ein Säckchen in Seidenoptik. Fühlt sich an sich echt gut an. Ich weiß gar nicht, ob da man da die Perücke reinmachen soll. Oder zum Beispiel diese coole Haarbürste hier, die sie auch mitgeschickt haben. Das finde ich echt mega gut, dass man ja extra eine passende Bürste für die Perücke hat. Weil ich glaube, mit einer normalen Bürste wird man sich einfach extrem viele Haare aus dieser Perücke rausreißen. Finde ich mega gut. Die probiere ich gleich auch mal direkt aus. Also schon mal die beiden Sachen hier. Dann haben die auch noch ein Haarnetz mitgeschickt. Auch mit Anleitung. Ich hoffe, das stellt irgendwie scharf. Weil es mit dem Licht gerade ein bisschen doof ist. Fokussiert er mich jetzt? Ja? Okay. Ja, finde ich mega cool, dass da auch noch ein Haarnetz bei ist. Und vor allem, dass da auch eine Anleitung bei ist. Weil ich ohne Anleitung, oh, geht nicht. Und hier, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, hier haben wir die Perücke. Ich habe mir nämlich eine schwarz-graue ausgesucht, weil ich schon immer mal schwarze Haare haben wollte und weil ich jetzt ja eh schon so graustichige Haare habe, aber total kurze, ich meine Langhaar-Perücke in schwarz-grau, die ist so cool. Oha, die Farbe. Und dann, ach, wie süß. Hier haben wir sogar noch so ein Kärtchen mit reingemacht, wo dann mein Name drauf steht, dann welche Perücke ich habe, wie die Farbe aussieht, also wie die Farbe halt heißt und die Länge. Mega! Mega! Ich freue mich gerade irgendwie voll. Ah, ich habe so kurze Haare, aber irgendwie mag ich die Länge jetzt gerade auch voll, weil die jetzt mal wieder gesund aussehen, aber mit langen Haaren so ist dann auch mal ganz schön. So. Achso, ich sollte vielleicht auch gerade mal auf die Anleitung gucken hier. Achso, man soll sich die Haare gar nicht zusammen machen. Egal, ich mache mir jetzt gerade trotzdem einen tiefen Zopf. So ganz tief unten. Oh, wie süß! Ich habe voll die kleinen Haare hier. So, dann machen wir mal das Haarnetz auf. Das fühlt sich voll schön an, das Haarnetz.
So, dann. Okay, einmal haben wir hier so eine breite Seite und so eine dünne. Und ich glaube, die breite Seite kommt nach vorne, so wie das aussieht. Also breite Seite nach oben. Und wir stülpen uns das jetzt so über den Kopf. Boah, irgendwie check ich das gerade nicht. Und dann? Okay. Nee, warte, irgendwas mache ich falsch. Doch mal runter. Aua, 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 es hängt im Piercing. Aua, es hängt im Piercing. Ah, Helix, aua. Scheiße. Ah, zweites Piercing. Ah. Okay, nicht gut. Nicht gut. Wie hängt denn das da? Ah, ah, befreit. So, jetzt einmal andersrum. Also für Leute, die eine Helix haben, die müssen aufpassen. So, jetzt mache ich mein Zopfgummi mal wieder raus. Boah, wie sieht das denn aus? Jetzt hätte ich eine Glatze. So, und dann muss man das hier, ich hoffe, ihr seht irgendwie was, irgendwie hier da so reinstecken. Oh, das funktioniert voll gut. Oha. 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 Das funktioniert voll gut, seht ihr das? Ich habe das gerade zum ersten Mal gemacht. Das geht voll kinderleicht. Boah, jetzt hätte ich eine Glatze. Oh mein Gott. Oha, wie geil. Gut, dann ist das schon mal geschafft. Wie das aussieht. Und jetzt. Oha, wie geil die sich anfühlt, die Perücke. Und die ist voll dick. Oh, oh mein Gott. Ah. Oh, wie geil. Die ist hier in so einem Haarnetz drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie die sich anfühlt. Wie geil. Oh, Leute. Ich raste aus. Oh, Leute. Oh mein Gott, guckt mich das an. Oha, die ist voll weich. So, dann ist hier im Kopf so ein Knödel. Im Kopf. Im Kopf. In dem Teil da. Dann ist hier so ein Netz dran. Ne? Das muss man abschneiden. Ich hoffe, ich krieg das überhaupt hin. Nachher schneide ich da irgendwie zu viel ab. Oh mein Gott, ich habe Schiss. Ich habe noch nie ein Netz abgeschnitten. Ich hatte auch noch nie eine Perücke. Vor allem nicht so eine schöne. Oh mein Gott, guckt euch die Länge an. Oh. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Ich raste aus. Heftig, wie setzt man sich denn eine Perücke überhaupt auf? Frage Nummer 2. Naja, auf jeden Fall, ich zeige euch die gerade schon mal von innen. Wenn ihr das überhaupt sehen könnt. Okay, ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, weil schwarz. Also hier ist so ein Spang. Auf der anderen Seite ist auch so eine Spange. Und hier unten sind nochmal so Gummibändchen. Das heißt, ihr könnt diese Spange hier unter die Haube klemmen. Und dann könnt ihr nochmal die Bänder hier festziehen, damit die Perücke auch wirklich fest an eurem Kopf sitzt. Ich setze sie jetzt gerade einfach einmal mit diesem Netz schon mal auf. Ich weiß gar nicht, wie man das macht, sondern das jetzt so. So. Okay, nee, das ist ein bisschen eng. Oh mein Gott, was sind das für Haare? What the fuck? Oh mein Gott, wie lang. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße. Was sind das für viele Haare? Okay, ich muss jetzt erstmal das Bändchen hier abschneiden. Ich glaube, ich krieg das hin. Drückt mir die Daumen. Ich mache das jetzt gerade mal. So, ich wollte euch die Perücke jetzt gerade auch nochmal so zeigen. Was mir aufgefallen ist, die Perücke, die verknotet hier wirklich extrem schnell. Okay, es ist jetzt gerade doof, wenn ich die Kamera festhalte und bürsten möchte. Also wenn man da so ganz locker drüber bürstet, gehen die Knoten echt schnell raus. Das Blöde ist halt nur, wenn das schon wirklich sehr verknotet ist, dann muss man echt lange drüber bürsten. Und wenn man die auf dem Kopf hat, ist das auch ein bisschen schwer, die zu bürsten. Aber jetzt so im Liegen geht das echt gut. Ja, so viel
Nochmal dazu. Ja, hier habe ich jetzt auch noch einen Kritikpunkt an der Perücke. Die Enden verknoten echt extrem schnell und dann sind die so komisch geknickt. Also das ist jetzt wirklich das Einzige, was ich an der Perücke echt nicht gut finde, dass sie ja wirklich so schnell verknoten und auch noch so extrem. Okay, was heißt extrem? Ich habe jetzt gerade hier nur so einen kleinen Knoten gefunden, weil ich die schon gut durchgebürstet habe. Ja, weil hier an der Stelle sind zum Beispiel ganz viele Knoten dann gerade zu den Enden. Ich glaube, da muss man wirklich unten anfangen, bürsten und sich dann nach oben arbeiten. Weil wenn man jetzt wirklich nur so runterbürstet, dann verknotet sich das hier an den Enden. Oder hier zum Beispiel ist auch schon wieder der nächste Knoten. Das ist halt echt doof, aber das ist jetzt so auch der einzige Kritikpunkt, den ich bis jetzt bei der Perücke habe. So, wie ihr sehen könnt, ich habe sie mir jetzt einfach mal aufgesetzt. Das Teil hier habe ich abgeschnitten. Ich habe sie jetzt nicht professionell irgendwie aufgesetzt. Muss ich mich ja nochmal schlau machen, beziehungsweise gucken, wie ich das am besten mache. Aber ihr seht mal, wie lang die wirklich sind. Das ist heftig. Und es ist unnormal schwer, was man so in der Hand hat, auf dem Kopf. Persönlich merkt man es nicht. Finde die Farbe voll schön. Ich muss nur irgendwie gucken, wie ich das mit dem Scheitel mache, weil ich ja persönlich immer einen Scheitel habe. Kann ich mal gucken, ob ich heftig. Das ist heftig, wieder so lange Haare zu haben. Da muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie hier so rüber bekomme. Hallo! Ich sehe nichts. Oh, meine Augen kommen da irgendwie voll zur Geltung bei dem Schwarz. Oder? Boah, muss ich mal. Zu viele Haare auf einmal. Ja, muss ich mal vorm Spiegel gucken mit einem Stielkamm, wie ich das am besten mache, wie ich mir da am besten ins Scheitel ziehe. Kurz noch was zu der Perücke. Die Perücke hier ist aus Synthetikhaar, fühlt sich aber extrem weich an. Ich finde, sie sieht auch überhaupt nicht aus wie Synthetikhaar. Ihr könnt diese Perücke stylen, wie ihr wollt. Ihr könnt damit Hitze beigehen. Das ist gar kein Problem. Die soll man auch super stylen können. Ich werde das alles noch austesten und werde euch, wenn ihr das wollt, gerne noch ein Video dazu machen, wie ich zum Beispiel Frisuren mit der Perücke mache, wie ich sie style, wenn ich da mal Locken reinmache oder so. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Und ja, was sagt ihr zu der Perücke? Also ich finde die Farbe einfach extrem Hammer. Ich muss mich jetzt nur noch mal schlau machen, wie man die genau aufsetzt und ja, wie ich mir das schicke Frisur mitmachen kann und ja, wie das so auf Dauer ist, wenn man die trägt. Weil jetzt ist es ehrlich gesagt ungewohnt, weil ich lange nicht mehr so lange Haare hatte und weil ich lange schon nicht mehr so was Schweres auf dem Kopf habe, weil ich halt so kurze Haare habe. Das ist echt extrem, aber es ist auch mega schön, wieder so lange Haare zu haben. Ich verlinke euch alle Infos zu Duna Love Hair mal unten in der Infobox. Da findet ihr alles und ihr bekommt auch noch einen Rabattcode. Da bekommt ihr 7 Euro Rabatt auf eure Perücke, wenn ihr diesen Code hier benutzt. Und ist auch nochmal alles unten in der Infobox verlinkt. Und ja, zu guter Letzt probieren wir noch einmal die Bürste aus. Was ich schon mal mega geil finde, die Bürste ist rosa. So, ich packe mal die Schere hier weg. Und dann bürsten wir mal die Perücke. Okay, ich habe voll viele Knoten jetzt hier reingemacht. Boah, das ist so ungewohnt, so lange Haare zu haben, die man kämmen muss. Weil sonst geht das nur so frupp, fertig. Frupp, fertig. Und jetzt. Ja. Okay. Ja, ich muss die gleich mal entwirren. Ich nehme jetzt mal erstmal eine kleinere Strähne. Ja, da geht die gut durch.
Und ich habe bis jetzt hier ein Haar drin, aber es ist normal, dass eine Perücke am Anfang ein bisschen hart. Die hört aber auch irgendwann dann auf zu haaren. Das ist halt am Anfang einfach so, weil die Haare werden ja hier in so ein Ding reingeknüpft und manche Haare lösen sich dann halt wieder oder sind halt nicht richtig geknüpft oder wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das normal, wenn sich da am Anfang ein paar Haare lösen. Und ja, ich entwirre hier gleich mal meine Perücke. Und ja, ich bin auf euer Feedback gespannt. Also, wie findet ihr das, wenn ich hier ein paar Beauty-Videos hochlade? Was haltet ihr von der Perücke? Nochmal, was haltet ihr von der Perücke? Und ja, generell, einfach gerne alle Infos, alle Ideen, keine Ahnung, was auch immer. Ab damit in die Infobox. Und wie gesagt, Sachen zu Duna Love Hair sind auch alle in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Und bis zum nächsten Video. Fail.